Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Guckt euch meinen Squad an. Ja, na, ich habe irgendwie Schnellreise gemacht und da kann man irgendwie wählen, ob man zu Fuß oder mit einem Chocobo geht, ne? Ich nehme an, halt hier so, ob du auf dem Chocobo noch drauf sein willst oder nicht, ne? Und ja, das ist das Bild, mit dem ich hier hingekommen bin nach der Schnellreise. Sieht cool aus. Lass mich da die Sachen mal einsammeln, ne? Kann ich hier einsammeln? Ja, ne? Oder muss ich da absteigen? Okay, reife Eiche, weil war orange, deswegen dachte ich, das wäre wichtig. So, wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen, die wir machen können, ne? Wir können jetzt hier Quests machen, wir können Türme suchen und all so was, ne? Und jetzt kann ich hier mit L1 gucken, wie die alle abgestimmt sind. Die können mich alle nicht leiden, alles klar. Und ja, ich habe einige Quests bekommen. Wo kann ich die ja nachgucken? Hier, ne? Irgendwo. Aufträge hier. Oh, guck mal. Oh, man sieht sogar, was hier alles noch ist. Da macht natürlich ja viel besser. Ich habe hier noch nie vorbeigeschaut. So, was ich machen will, ist als erstes, wir gehen mal, upsala, wir gehen mal jetzt zu den Chat, ne? Zu den Chat. Ich glaube, der war hier, ne? Ne, ist er nicht mehr. Ich habe den gerade auf der Karte irgendwo gesehen. Da ist er. Irgendwo. Weil der hat so ein paar Kampftrainings, ne? Und da habe ich letztes Mal schon vorbeigeschaut. Wenn ich mich nicht irre, dann kann man da, glaube ich, ein paar Materias und so freischalten, ne? Für die Aktivierung des Funkturms, Cloud. Hey, kein Problem. Hört auf, Anspielung immer an diese Republik zu machen. Habe ich noch nie von gehört. Bitte aktiviere weiterhin jeden Funkturm, den du findest. Ja, kein Problem. So, ich will mal jetzt zum Kampfsimulator gehen, weil da gibt es, glaube ich, irgendwie Tutorials für jeden Charakter, ne? Den gibt es ja auch schon seit dem ersten Teil in Remake, ne? Und was ich hier gesehen habe, Kampftraining, Anfängerhalle, ne? Preise, TP-Boost, Glut und so, ne? Gewitter, Frost. Ich habe so das Gefühl, wir sollten die Dinge alle mal machen, ne? Einfach nur, um diese ganzen Materias hier so freizuschalten, ne? Heilen, 2 Sterne, was? Feintechnik, wäre natürlich auch schlecht, ne? Und ja, machen wir mal diese hier alle ganz kurz, ne? Absolvieren Kampfsimulator eine Serie von Trainingseinheiten, um die Kampfstile und Eigenschaften der Charaktere besser kennenzulernen. Werden weitere Trainingseinheiten beigestellt, beachte das bla 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 bla. So, ich muss halt die beiden, ne? So, wenn uns hier ein paar Materials dafür winken, sollten wir die, glaube ich, als erstes machen, ne? Damit wir schon mal ein paar haben am Anfang, ne? Weil im Moment habe ich nicht so das Gefühl, als ob wir irgendwie viele hätten. Bombing Mission im Hintergrund. Der Gefährung, um Gegner anzugreifen. Diese fügt den Gegner nicht nur Schaden, sondern auch lädt die ATB-Leiste auf. Mit der kannst du meist Angriffe blocken oder mit ihnen. Das ist eigentlich nur normale Steuerung, ne? Das ist auch normale Steuerung, glaube ich, ne? Boom. Ich bin bereit. Naja, muss ich noch irgendeinen Angriff lernen? Ich glaube nicht, ne? Wenn das Kampf lädt sich die Lauf der Zeit die Blocken mit der sind eigentlich nur, das ist ja gar nicht Clouds Training hier, ne? So, Kurzbefehle, ja. Ach, wir kriegen sogar Erfahrungspunkte hierfür. Das ist ein bisschen krass. Ich finde irgendwie, wir sind schon zu stark. Aber ich halte mal den Mund, ne? Weil Remake war ganz schön schwierig. Deswegen lasse ich da erstmal. So, ihr seht neu aus. Überschallgreif. Sieht so auf an. Besonders hilfreich sind. Sehe ich da irgendwie ja so, ob ich die schon analysiert habe? Ich meine, wenn ich Analyse einsetze gegen die, sieht man halt, ne? Ja, komm, kann es jetzt sein? Aktiven, ja. Ja. Ja, aber ich muss auf ihn wechseln wegen Analyse. So, dann fällt mir lieber Schwertsturm. Ja, ich weiß. Ich will eigentlich nur Analyse hier kurz einsetzen, ne? Ne, du hast einen Punkt, also habe ich die schon mal analysiert, ne? So, komm her. War noch mal Stähler an der Wille. Irgendein Buff, ne? Yippie, wir haben es geschafft.
Da kommt jetzt ein Boss. War, wenn wir jetzt gegen das Skorpionviech kämpfen würden, ne? Okay, wollte schon sagen. Ich habe auch schon ein paar Mal analysiert, ne? Schockleiste, ja, bis mal alles. Schockschuss, Impulsheb, ja, die tun alle Schockleiste schneller erhöhen. Ich weiß, wollen wir noch mal stehen, na bitte. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Reduziert vorübergehend erlittenen Schaden und verhindert Entschüchterung fast jedes Mal. Wenn jetzt voll auf kleinen Artibären in einen flächen Kugel hat, okay. Ja, das ist, wenn man je mehr man hat, desto stärker ist das, ne? Oder? Ja. War ausgezeichnet. Aber gar nicht aufgehört zu ballern. Ich finde ja gut, dass das alles so Anlehnungen an die originalen Siegesposen von den Charakteren sind. So, okay, dann machen wir die mal, ne? Den ganzen Kampf-Simulatoren-Dinger. Sehe ich, ob ich schon mal gemacht habe. Ja, das ist so ein Haken, ne? Müssen wir wahrscheinlich sowieso immer alle abschließen, ne, für bestimmte Sachen. So, dann tun wir mal für jeden Charakter immer reinmachen, ne? Vielleicht finde ich ja noch irgendwas heraus, was ich noch nicht wusste, ne? Dann tun wir unsere vielleicht damit Cloud mit seinem Schwert angreift, aber wie lange die Taste gedrückt wird, umso und wo sich der Gegner befindet, er sich der Angriffsbereich der ausgeführten Aktion. Und dann gehe ich nach mehr gegen gleich nach ein Ausweichen, um Gegner in Distanz zu oder Feinde in die Luft anzugreifen. Oh, was? Oh, das klingt. Genau deswegen machen wir das hier. Wir beginnen mit die Fertigkeit Mutangriff und Schwertsturm. Mutangriff ist ein mächtiger Eben, den Schwert, den Gegner großen Schaden zufügt. Das kann auch in der Luft ausgeführt werden. Wo er sogar noch an Stärke gewinnt. Der Schwersturm ist eine Serie von drei schnellen Angriffen, die stark gewinnen, wenn sie mehrere Gegner treffen. Gelangen auch in die Luft ausgeführt werden. Ja, erstmal muss ich mal irgendwie in die Luft kommen, ne? Okay, der aufgeladene Angriff scheint aber immer der gleiche zu sein. Alles klar. Gut. Das haben wir noch gar nicht gehört, das normale Kampfthema, ne? Das hat Standardkampfthema in Final Fantasy 7. So. Haltungswechsel. Kann das ausgewogen bei Kampfhaltung für sich gehen, um ihn dazu in alles klar. So, Junge sind der Offen zwar verlangsamt, seine Angriffe dafür aber stärker. So. Meine können nicht geblockt werden, weichst du ihn aus, wechselt Cloud automatisch in die Allrounder-Haltung. Boom. Ja, da muss ich ja merken. Boom. Alles klar. Ich meine, wir haben 5 Charaktere, ne? Also, mit dem mal zu gucken, wie hat alles funktioniert, ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee, ne? Materia Glut, Alter. Jetzt gehen wir eigentlich nur die ganzen Materie, die schon hatten, ne? Wer hatte, glaube ich, schon Glut, ne? Aber hey, dann haben wir schon mal mehr, ne? So, als nächstes haben wir Venia Barrett. Alles klar, mit ihm weiß ich, glaube ich, auch noch so nachladen und so, ne? Puh. Was ist das für ein Lied? Ja, Waffe in seinen rechten Arm angreifen, um Salven abzufeuern. Muss ich eigentlich nur gedrückt halten, ne? Beginnen über die Fähigkeit stehender Wille und maximale Wut. Stehender Wille reduziert bestimmte Zeit erlittenen Schaden und verhindert Einschüchterung. Maximale Wut feuert eine Kugellage ab, der alle ATB-Einheiten verbraucht. Je mehr ATB zur Verfügung stehen, desto heftiger fällt der Angriff aus. Alles klar. Nimm das. Ins Gesicht.
Ausgezeichnet. Ah, das Avalanche-Thema im Hintergrund. Nenne ich Avalanche, Shinras Thema. Feuerschuss freigesetzt werden. Die HP-Leiste stark auflädt. Ein gewissen Teil der Leuchte. Mit Dreieck lässt sich der Ladefunk etwas beschleunigen. Noch schneller geht es, wenn du Dreieck gut getimt direkt nach einem Angriff oder einem Einsatz von Fertigkeiten drückst. Ja. Ja, ich kann eigentlich nur spammen auch, ne? Aber wenn man halt so nach einem Angriff direkt einsetzt, ne? Das ist dann natürlich praktischer, weil man dann halt nicht extra eine Aktion dafür irgendwie verballert, ne? Alles klar. Cool. Okay, bei den Charakteren, bei den beiden habe ich ehrlich gesagt schon noch so alles drauf gehabt, ne? Bei den Mädels und bei Red 13 bin ich jetzt mehr so gespannt. So, Tifa. Los geht's. Ich habe schon auch noch einige Gimmicks, die ich vergessen habe, ne? Eins von drei. Schnell Nahkampf, Aktion, Kampfsportaktion, ja. Ein Ausweichen, jetzt geht er umgehen. Flächenangriff. Sie gedrückt, erfüllt wegen genau Entfesselung und Rückwärtshaltung. Mit Dreieck nach Schmettern erst Sprengfaust und dann Schlagsturm ausführen. Zudem wird eine Zeit lang die Kombo-Anzahl des normalen Angriffs erhöht. Zeit für eine tiefe Entwässerung auch, wenn sie nicht aktiv gesteuert werden. Gegner anschließen. Also man sollte eigentlich Entfesselung so oft wie möglich einsetzen, habe ich so ein Gefühl, ne? So, da war noch alles nur noch eine Combo. Ja. Natürlich der Dreieck angefallen, stärker ausfallen, genau. Da war, glaube ich, das Thema hat gespielt war, als wir sie im Shinra-Gebäude einmal kurz gespielt haben, ne, wo sie am Klettern war. So, ich muss Spezialfähigkeit einsetzen. Drei Schmettern, erst Sprengfaust und Schlagsturm. Ist da Gegner ein Schockzustand, wird der verursachte Schaden vervielfacht. Nach Einsatz eines Entfesselnden, alles klar. So, hey, ich hatte gerade zwei, habe ich genau gesehen. Also ich glaube, ich habe ja auch diese Auto-Spezialfähigkeit gegeben, ne? Aber ihr halt irgendwie am besten ist. So, dann tun wir erstmal schocken, ne? Bonk. Gut. Ja, macht eigentlich schon Bock mit jedem Charakter hier so zu spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Da war noch. Tifa kann mit verschiedenen Fertigkeiten gegen einen Schockzustand um vielfaches an Schaden zufügen. Wenn ein Gegner einen Schockzustand angreifen, um ihn mit Schmetterer, Sprengfaust und Schlag einen vielfachen versuchten Schaden zu verfügen. Schocke deinen Gegner mit Angriffen wie Rückwärtssalto oder solchen, die einen Schwachpunkt ausnutzen und setze dann Entfesselung ein. Ja, eigentlich schon vorher, ne? Weil, wenn ich so eine Spezialfähigkeit einsetze, ne? Dann geht deine Entfesselung nicht weg, oder? Ja. Da. Mein Gott. Dreh ich doch mal um. So, dann Rückwärtssalto. Ja, und geht danach nicht weg. Alles klar, cool. So. Alles klar. Frost. Gut. So, dann Eris.
Weil es war, glaube ich, irgendwie, wenn sie gedrückt hat, dann greift sie alle Gegner an, ne? Du, das ist einfach nur Musik. Damit Ares Magie in Richtung eines aktivierten, visierten Gegners wirkt, um Gegner in Distanzgriff anzusetzen, zuzusetzen. Ist hier Fokus war für Fokus war aufladen. Das im aufgeladenen Zustand die Taste los, um Fokus war im aufgeladenen Zustand die Taste los, um Fokus war auszulösen. Je mehr Magie aufgeladen wurde, desto größer ist die Wirkung. Trifft ein vollständig aufgeladener Angriff. Warte mal, lässt sich Gegner für Fokus war aufladen. Der Magier ist die Gestalt eines Schmetterlings, verstärkt die Wirkung von Ares Magie und führt einen zusätzlichen Angriff auf Gegner auf. Okay, aber Fokus war bis doch schon aufgeladen. Also, er verfügt über Beginn an über die Fertigkeit Subspirit und Macht der Unschuld. Entzieht Gegner MP, man weiß die Bengang erzählen. Jetzt sich mal in einen magischen Fläche herum. Stimmt, sie kann sich irgendwie so aufladen. Weil das Ding scheint sich irgendwie automatisch aufzuladen. Aber der Ding scheint sich irgendwie automatisch aufzuladen, deswegen verstehe ich ja nicht. Es ist halt einfach nur so ein Ausweichschritt oder was? Oder irgendwie hatte die ja irgendwie anderes? Die hatte irgendwas anderes, ne? Im ersten Teil. Das ist diese Musik. Fähige Magiekreis beschwören. Wenn die in Angriff drücke 3, um dich in der Fähigkeit Wokuser zwischen den verschiedenen Magiekreisen zu teleportieren. Ah. Das ist geistig sehr anspruchsvoll, weshalb diese Fähigkeit erst wieder eingesetzt werden kann, wenn Ares Konzentration voll aufgeladen ist. Okay. Ah, au. Also ich kann dann zu den Dings dann hin, alles klar. Aber wenn ich jetzt hier weggehe, ne? Und Fuchswap einsetze. Da komme ich wieder rein, alles klar. Also das Ding sollte ich irgendwie von Anfang an dann immer einsetzen, nehme ich an. So, macht der Unschuld hier drin irgendwas? Jetzt bin ich nicht da drin. Okay. Gut. Sollte man irgendwie ihren Fokus Warp nur einsetzen, wenn sie auch halt so eine Blume ja platziert hat, ne? So Gefühl. Gut, kann man ja mal machen, ne? So, Red 13, alles klar, machen wir mal ihn. Mal gucken, was er so drauf hat. Ich weiß, er hat so eine Rächerhaltung, ne? Weiß, er kann irgendwie kontern oder so, keine Ahnung. Aber zeig mal. Ah, oh, Cosmo Canyon Musik. Drücke 4, um mit Reds scharfen Keil und Zehen zu kämpfen. Hat die Taste für einen Angriff auf Flechtschein gerückt, oder? In dem Gebiet war man noch nicht, die Musik, ne? Haben wir noch nicht gehört. Er lädt Reds Rächerleiste auf und erlaubt Konterangriffe. Drücke nach den erfolgreichen Blocken 4, während der Angriff zurückgeschleudert wird, um eine Drehkonter auszuführen. Der ist so ein Blocker halt, ne? Warte mal. Hier war das Red Freak von Beginn an über die Fertigkeit mächtige Abwehr und Wirbelfänge. Die Angriffe blockt und die Rächerleiste in hohem Maß auflädt. Diese Haltung kann er nicht, kann er sich nicht bewegen. Ich weiche nicht. Okay. Ich nehme an, das wird noch erklärt, ne? Was gezeigt? Oh, ich freue mich, wenn wir da ankommen, falls wir in diesem Spiel ankommen. Aber wahrscheinlich, ne?
Respawn lädt Reds Rächerleiste auf, in rechte Haltung zu wechseln. Denn er sind Reds Angriff kraftvoller und sein Ausweichen behender. Drei, um den Gegner mit der Fähigkeit Sub Vita TP zu entziehen. Zwar kann die Rächerhaltung jederzeit aktiviert werden, doch hält sie umso länger an, je mehr Rächerleiste zuvor aufgeladen wurde. Alles klar. Ah, da unten steht auch Drehkonter. So muss ich so halt abtimen, ne? So, ich muss die gar nicht voll auffüllen. So. Oh, nice. Alles klar. Oh. Hühnerschnitzel war am Boden. Ich weiß, aber eine Keule. Das sah aus wie so ein Hühnerschnitzel. Also eine Hühnerkeule, Hühnerschnitzel. MP-Bo, das heißt so was, was ich schon gerne haben möchte, ne? So. So, und dann machen wir noch Synchro-Aktionen, ne? Und dann, weiß ich nicht. Bio-Analyse, obwohl Feintechnik hätte ich auch gerne. Machen wir die auch noch. Machen wir die einfach alle hier, ne? Effizienz blocken. Nein, ich wollte eben so. Ja, okay, mal Feintechnik. Das wäre auch nicht schlecht. Hier gehen wir definitiv Cloud, weil er immer in den Kampf dabei sein wird. Kennen wir euch schon? Wenn du mit R1 blockst, kannst du eine. Ach nee, Synchro-Angriffe ist das hier, ne? Gegner zusammen mit anderen Gefährten anzugreifen. Verbrauchen keine ATB-Einheiten. Treffen sie, lädt sich auch die ATB-Leiste des beteiligten Gefährten auf. Synchro-Aktionen sind nicht zwangsläufig offensiv. Ja, habe ich gemerkt. Kann man irgendwie wechseln. Ja, kann auf verschiedene Weise aktiviert werden. Ja, irgendwie kraftig, wenn auch ich das gedrückt haben von Tasten aufklar und nach den Loslassen aktiviert. Ah, ich sehe auch da. Boah. Okay, kannst jetzt loslassen. Ich muss ja eins loslassen, ey. So, also was ist jetzt der Grund, dann halt hier noch normale Angriffe einzusetzen, wenn man Synchro-Angriff hat? Okay, Chakra. Also was ist denn dann jetzt der Grund, hier normale Angriffe nur einzusetzen, wenn diese hier einfach in jeder Hinsicht besser sind, ne? Also verbrauchen keine ATB und sowas alles, ne? Ich nehme an, was halt die Gefährten, ne? Die richtigen, ne? Von ATB-Fähigkeiten lädt sich die Synchro-Leiste auf. Sobald sie zwei Charaktere bei einem bestimmten Maß hinaus aufgeladen ist, kann eine Synchro-Fertigkeit angesetzt werden. Verursacht nicht nur großen Schaden, sondern beide noch wirkungsvolle Buff. Also wie gesagt, was ist denn jetzt ja dann der Nachteil, die hier nicht einzusetzen, ne? Da kann man ja die ganze Zeit eigentlich nur einsetzen, ne? Ich weiß nicht, wie mir hat so hier was mir so gefällt. Alter. So, aber wie sehe ich jetzt, wie das Ding aufgeladen ist? So, wie mache ich das jetzt mit der Synchro? Ach so, hier, ne? Wo sehe ich denn jetzt? Wer jetzt hier voll hat, ne? Zwei, ach so. Drei. Ja, mit Augenmerk auch. Okay, da sieht man halt, was die machen, ne? Ach, da unter den ATB sehe ich. Ich nehme an, das tut es dann auch nur auf mit den Leuten, mit denen ich auch die Dings hier einsetze, ne? Nicht übertreiben. Oh, ich weiß nicht, ob ich das oft einsetzen werde. Das klingt mir so ein bisschen wie irgendwie was. Weiß nicht, ob ich das hier so oft einsetzen werde, aber das ist irgendwie so. Da muss ich die ganze irgendwie drauf achten, habe ich so ein Gefühl. Das ist so wie in Tales of Exilia, wo du dich irgendwie mit Charakteren im Kampf paaren kannst. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund hier in sich nicht mit Charakteren zu paaren im Kampf, ne? Weiß nicht, was mir. Ich mag solche Art Funktion nicht.
ja sozusagen so zwingen. Ja, du kannst eigentlich nur das machen, ne? So, gewinne ohne Kampf, um fähig zu werden. Feintechnik, das hätte ich gerne. Eris Red 13, ja. Ich soll vielleicht mal die Materie und so ausrüsten, aber da muss ich aus dem Kampf Simulator erstmal raus, ne? Da krieg ich ein Tutorial von Feintechnik oder so, Runde 1 von 1. Gewinne ohne Kampf, um fähig zu werden. Also, okay, das war relativ chillig. Okay. Durch nicht so sehr am beanspruchen Spiel. Okay, so mehr oder weniger jetzt Feintechnik gratis bekommen, ne? Da gab es auch schon im ersten Teil. Ich weiß noch nicht, wie das nochmal hier funktioniert. Nutzeranalyse, um biologische Daten über Gegner aus allen Weltregionen zu sammeln. Dadurch werden den Kampfsimulator Kampfprogramme hinzugefügt, bei dem erfolgreich ist. Es hat sogar einen Sinn, Gegner zu analysieren. Ausgezeichnet. Bei deren erfolgreichen Abschluss du die Feintechnik einhalten kannst. Wenn du eine Materie eingesetzt hast, kannst du über dies jederzeit Schallwelle anwenden. Alles klar. Haben wir mal die restlichen auch noch, wenn wir dabei sind, ne? Das dann Feldforschung, Stufe 1. Ah, ja. Heilen. Cloud. Oh, kann ich auch jemand. Ich muss ja gar nicht Cloud dabei haben. Red. Barrett. Tiefer. Cool, also hier kann ich ja jeden Charakter nehmen. Ich hoffe, da kann man noch später im Spiel. Wow, was seid ihr für Kollegen? Und 1 von 5, oh Gott. Vielleicht den anderen. Ich habe die Rechterhaltung versucht einzusetzen, aber er hatte keine Aufladung. Deswegen hat er nichts gebracht. Ausgezeichnet. So, haben wir eine etwas actiongeladenere Session heute, ne? So, jetzt habe ich aber keine Analyse dabei und ich sehe jetzt hier nur neue Gegner, glaube ich, ne? Oder habe ich? Schade ja nicht, ich würde gerne mal meine Fähigkeiten hier so anschauen, auch wenn ich keine Dinger habe, ne? Ich nehme an, die Gegner kommen ja halt nochmal irgendwann, ne? Klar, mal von dir. Nicht zu stehlen! Wieso, weil die ja virtuell sind, aber ja, hier sind die Gegner ja noch relativ easy, ne? Da habe ich da gerade gesehen, wir können gegen Titan kämpfen. Da sind fliegende Gegner. Bald, mach du die mal. Und ins Gesicht. Ja, bis jetzt sind die Kämpfe noch chillig, ne? So. Was kommt jetzt? Letzter Kampf, ne? Nichts. Nee, doch nicht letzter Kampf. Alles klar, los geht's. Warte mal, mach ich Schaden, wenn ich einfach. Ja, da macht sie ihren Angriff. Nein. Oh, na, den habe ich getroffen, sehr gut. Yeah. Alles klar, komm her, wer auch immer jetzt kommt. Mach dich kalt. So kein Ding, ne? So, sieht doch ja voll einfach aus. Oh, kein Wolf.
Nein. Finger weg. Na, kommt her. Irgendjemand? Dann sollte ich wahrscheinlich irgendwie so was wie provozieren oder irgendwie so was geben, ne? Wow. Das ist ein aufgeladener Angriff. Bonk. Na komm. Boah, immer wenn ich gerade am Abwehren bin, ne? Du brauchst nicht mehr wütend sein, die sind schon alle kaputt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann mich gar nicht mehr an Reds originale Siegespose so erinnern, ehrlich gesagt. So, und dann haben wir ja noch hier Esper Titan. Oh, Stufe Auto. Ein Dreierteam gegen das gegen den legendären Koloss, dessen Schläge Gebirge aufgestürmt haben sollen. Alles klar. Komm her, Kupka. Ja, dann machen wir den auch noch, ne? Boah. Bei feuchten Abschluss einer Esper-Kampfsimulator erhältst du die beschworene Materie der besiegten Esper. So herausstellt, so hast du die Möglichkeit, die Esper-Kristalle jeder Region zu analysieren und Esper im Kampf auf diese Weise zu schwächen. Pff. Oh. Volle Stärke. Nö. Zeig mal, wird schon klappen. Mal bad zum Ballern. Wie stark kann der schon sein, ne? Berühmten letzten Worte, ne? Ja, Titanin im originalen Final Fantasy 7. Aua! Sah ein bisschen unspektakulär aus, glaube ich. Da war einfach nur so ein Typ hier, so ein einfach muskulärer Typ. Ich mich irre. So, du hast 18.000 AP, wirksames Wind, zum Glück habe ich alles dabei. Boah. Steingart. Oha. Ah, mein Gott. Ganz ruhig, Kollege. Sind die Dinger da am Boden? Ja, ich mache dir nur einen Schaden, sehe ich gerade. So. Ich würde am liebsten mit ihr angreifen. Ne? Sie hat gar keine Heilung. Nein. Mein Gott. Oh Gott, wir sind sowas von tot. Au, das habe ich gesehen. Ja, okay, vielleicht brauchen wir doch, müssen wir ihn doch ein bisschen schwächen. Ja, so ein bisschen, ne? Oh, wo sind meine Esper jetzt, ey? Ja, Harris. Nee, den schafft man nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Aua. Meine Güte, ey. Ja, dann haben wir den eben ein bisschen. Dann haben wir den eben ein bisschen kaputt hier, bevor wir, analysieren hier irgendwie die Sachen hier, damit wir ihn schwächen können anscheinend, ne? Ist Sturm auch Wind? Ist das auch Windelementar? Na, Sorge, wer das schaffst du. Aber oder auch nicht. Hey, wir haben den einmal geschwächt, ne? So, weißt du was? Hier. Keiner Wind. Ja, direkt in den Hintern.
Bringt leider nicht so viel, ich sorge für. Ja, von dem Ding geheilt. Wäre natürlich klasse, wenn ich das jetzt hier ohne Cloud schaffen würde, ne? Aber wir können uns nicht heilen, ne? Weil wir können Items einsetzen, aber ich will jetzt keine Item einsetzen, aber wir können da keine, ne, wir können keine Items einsetzen, alles klar. So, da ausgewichen. Steingar, oha. Na, no. Aber da gibt es doch bestimmt irgendwann, wenn ich die auf volle Stärke oder so erlege, ne? So, na gut. Okay, hab schon kapiert, Leute. Alles klar. Danke für die wunderbaren Daten. Die werden meine Forschung voranbringen. So, habe ich irgendwie was Neues? Ich habe 20, sehe ich gerade. Autospezialfähigkeit. Auf Lager im Besitz. Was bedeutet das? Ausverkauft. Ich glaube, die will ich halbwegs öfter haben, ne? Damit die Leute halt ihre Sachen alle einsetzen, ne? So, jetzt haben wir eine Menge neue Sachen bekommen, ne? So, für wen will ich denn hier die noch ihre Dings automatisch einsetzen? Ich glaube, für Barrett habe ich einmal, ne? TP Boost, Gewitter. Präzise Abwehr, deswegen hat er präzise Abwehr, alles klar. So, ja, ich würde sagen Barrett, ne, damit er halt seinen Feuerstoß einsetzt, ne? Ich glaube, da will ich eigentlich mit jedem Charakter. So, Aris habe ich einmal heilen bekommen. Ich einmal für dich heilen. Ich habe doch zwei Sterne schon. Boom, ist gezeichnet. Dann Red, präzise Abwehr. Dann will ich dir noch mal Dings geben. Ja, Effizienz blocken. Ich glaube, Aris will ich auch mal MP Boost geben. Ne? Wie viele Sachen ich jetzt hier bekomme. Und Cloud kann einmal hier TP Boost holen. Ne? Wir eigentlich schon relativ gut bedienen, ne? So, Feintechnik, genau. Nehmen wir anstatt Morphen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das oft einsetzen werde. Ich weiß, im Late Game vom originalen Final Fantasy 7 konnte man sich damit hier so Stat Booster und sowas alles hier farmen, ne? Also Sachen, die so permanent irgendwie so Angriffskraft und all sowas erhöhen, ne? So, geben wir dir noch ein Angriffszauber. Und Tifa, du kriegst auch noch ein Angriffszauber, ne? Du musst einmal Frost, ne? Dann gehen wir dir Morphen, Luft, alles klar. So, jetzt haben wir halbwegs bedient, ne? Jetzt haben wir eine Menge Sachen hier, würde ich sagen. Das ist doch cool. Ja, wir haben doch letztens erst angefangen damit. So, lass mal. Ja, okay. Mein Gott, schon voll aufdringlich ist der Typ schon, ne? Ich weiß, wir haben letztens erst damit begonnen, aber mein Gott, kannst du dich mal ein bisschen anstrengen damit und so, ne? So, was ist hier noch? Haben wir hier was Neues? Kissen. So. Stehen, ey. Auch mir die ganze Zeit stehen andrehen zu wollen. Ein guter Junge, ich klaue nicht. Ich habe nur einmal drei Yu-Gi-Oh-Karten geklaut. Das war berechtigt, weil der Typ ja vorher was geklaut hat. So, was machen wir denn jetzt als erstes? Ne, wir haben jetzt so viele Sachen, die wir hier zur Auswahl haben. Ne, wir sind jetzt schon, wir können ja mal zu kommen irgendwie jetzt zurückgehen. Ne? Neue Aufträge für den Alleskönner. Ja, ne, kann man das hier machen? Chatley ist aus irgendeinem Grund da schon. Wir können uns ja mal hier die Aufträge anschauen, ne? Guck mal, was den Calm so passiert ist, ne? Na, guck mal hier.
glaube, wir waren noch nie so hier beim Haupteingang. Cool. Der Red steigt den Ding direkt aufs Dach. So, na, gucken wir mal. Habe ich ja schon alle Kartenspiele und so abgeschlossen. Da gab es ja auch noch, ne? Aber ja, Auftrag. Was ist das hier? Rico, wo bist denn du? Dann Shop. Die Stadtmauer von Kalm hat... Jo, was ist mit dir? Die Aussicht hier ist einfach fantastisch, oder? Mein Name ist Rico. Ich bin ein Fotograf auf Wanderschaft und gehöre dem Verein Fotograf Freunde an. Fotograf Freunde. Lass uns doch ein Erinnerungsfoto schießen. Einfach zu schön. Mir scheint, dass sich da jemand mit Fotos auskennt. Du machst dich sicher auch gut hinter der Linse. Es soll hier nämlich einen Ort geben, der ein geradezu fantastisches Motiv abgibt. Muss ich Fotos schießen? Das ist im Final Fantasy 15 auch so, ne? Würdest du diesen Ort vielleicht für mich aufspüren und dort ein Foto schießen? Aber sicher. Das wird dir doch nicht schwerfallen. Wenn du dort bist, musst du nur die Landschaft so einfangen. Wenn es gut, wie ich noch kein einziges Wort gesagt habe. Foto Location. Okay. Noch mehr Zeugs. Ja, yeah, gib mir noch mehr Zeugs. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, das Spiel wird mir sehr viel mehr Spaß machen als Final Fantasy 16, ne? Was irgendwie krass ist, weil Final Fantasy 16 sollte ja hier, das ist ja ein Mainstream-Titel, ne? Das ist ja ein Haupttitel wieder, ne? Also, da kommt einfach mal hier dieses Remake von diesen alten Spiel in ein Gänsefüßchen, nur ein Remake raus, ne? Und das hast du irgendwie andere Sachen jetzt? Und dann kommt auf einmal hier diese, nur dieses Remake und weiß nicht, wird wahrscheinlich sehr viel besser werden als Final Fantasy 16. Also ja, keine Ahnung. Ich erinnere mich. Wow, guck mal hier. Ich nehme sie alle. Barkeeper bei Streme, kein mostiger Pfeil. Ja, bei einer Partie Blut der Königin hat man mir eine seltene und wertvolle Karte abgenommen. Gibt es jemanden, der sie mir zurückbringen kann? Ja. Kann ich alle abnehmen? Ja, ne? Bürgermeister von Kalm, die vor Kalm Lebensstand als die Makroleitung scheint einen Leck zu haben. Es wäre aus, dankbar, kein Problem. Unser Vieh wird in letzter Zeit häufig von Ungeheuern angegriffen. Kein Ding. Neben Story abgeschlossen. Oh, da war eine Story. Eine Quest. Ich dachte gerade, Aeris hat da mitgetanzt. Er ist, schau die, guck dir ja nicht an. So. Wo ist der Waffenshop? Nur mal so aus Interesse. Vielleicht sind da jetzt neue Waffen, ne? Ich habe ja jetzt das Schwert bekommen, ne? Normalerweise, ne? Zauberfibel, Krämerladen, weiß nicht. Das ist ein extra Laden gewesen, ne? Gibt's hier irgendwas Neues? Ja, ich bin's. Oder nicht? Ah, ich habe wieder Punkte. Für dein Eisernen, der keine EB verbraucht. Wir haben ihn angeschaut, der aus, der keine MP verbraucht. Oder nicht? Nimm das, keine Ahnung. Ja, wir haben alle den Level abbekommen, ne? Deswegen wahrscheinlich. Keine Ahnung, Mann. Irgendwas. Ne? Kann man ja wieder hier zurücksetzen, ne? Das sind irgendwie so Angriffe, die ich ausrüsten muss, ne? Das sind alles diese Sachen hier, die ich hier nicht genommen habe, ne? Avalanche Abreibung, Eisimpuls. Ich gucke mal schon, was hier so in der Nähe ist, weil da kann ich wahrscheinlich irgendwann
hin, ne? Also hier zum Beispiel Blitzimpuls. Verwerte nur immer so die 5 von 25. Also ich kann irgendwie nur so viele Punkte haben. Was, wenn ich mal irgendwann 25 Punkte habe und ich verbrauche die nicht? Sind die dann weg? Sind die dann verschwendet? Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ne? So, wie komme ich zu dem Krämerladen da? Also ich laufe hier. Hast du nicht das Schwert gesehen, mit dem ich hier rumlaufe? Das ist massiv. Was hast du hier zu kaufen? Irgendwas? Auf Lager. Soll ich mir die holen? Ja, ne? Ich weiß, ob ich die jemals irgendwo anders kaufen kann, ne? Dann kaufen wir uns mal ein Booster Pack. Ich kann mir sowieso nur eins holen, ne? Also boom. Hey, kann ich mir ein neues Deck aufbauen wieder. Aber ich habe eine super Rare Karte bekommen. Wer weiß, vielleicht kann ich die nur hier kaufen, ne? So, war ich ja schon mal? Nee, ne? Karte ist so ein bisschen komisch, ja. Ich kann nur die Ebenen immer sehen, wo ich gerade rumlaufe. Na, irgendeine Quest ist hier. Es folgen die Nachrichten des Tages. Die terroristische Gruppierung Avalanche, die den Anschlag in Midgard. Meine solche. Was ist? Solche Schmutzwinkel. Diese Avalanche-Truppe. Ich denke schon. Oh ja. Wisst ihr, ich habe neulich eine Partie davon gespielt und dabei eine sehr wichtige Karte verloren. Die brauche ich unbedingt wieder. Könnt ihr mir dabei vielleicht helfen? Wird erledigt. Das sehen wir nicht. Ich weiß nur, dass sie am Ende mir gehören wird. Bestimmt, ne? Ich weiß, wie halt hier abläuft. Ja, muss ich das jetzt machen oder nicht? Oder nicht? Kannst du anderen Karten aus dem Spielbrett schwächen? Sind die Stärke einer Karte auf 0, wird sie zerstört? Ja. Deck ändern. Lass mich mal mein Deck ändern. Ich habe ein paar neue Karten. Ich habe mal einen Kaktor habe ich reingepackt letztens. Ich habe ein paar neue Karten bekommen, ne? So. Boah, guck ich meine die Reichweite von dem an. So, die sind alle neu, alles klar. Natürlich hat alle hinter mir boosten. Also ich sollte mehr verschiedene Karten haben, ne? Hier ist ein Zweier. Zum einen hiervon. Dann zum einen hiervon. Nein. Verdammt. Hier. Ich dachte die zwei da hier, das sind Zweier. Da ist auch noch einer, der noch halbwegs viel. Also für wenn ich von vielen verschiedenen was habe, habe ich auch schon zweimal. Deshalb besser. Ne, wollte ich auch gar nicht. Ihn will ich. So. Mach mal. Meine Strategie ist ja wieder voll einfach, ne? Ich stürme einfach weiter nach vorne, ne? Den will ich nicht. Der. So, ich fange immer an, ne? So, jetzt hab ich schon. Ne, ich muss ja nach vorne, ne? Also machen wir ihn ja. Bonk. Ja, den hab ich doppelt. So, ey, das ist der gleiche, den ich hab. So, wir gehen weiter nach vorne, ne? Ah, ich habe nur die Dinger hier. Das ist ja voll blöd. Was? Also du hast ja. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt hier. Ich komme nicht weiter nach vorne. Nein. So, verteilst du jetzt dein unteres Ding da oder nö?
Okay, ist aber auch nicht von vorne gegangen. So. Vielleicht bestimmt irgendjemanden guten hinpacken, ne? Aber hier. Schon mal weiter nach vorne da. Packen wir dich hier hin, ne? Damit du da keinen hinpacken kannst, ne? Boom. Ich glaube, komme ich nur nach vorne. Nein. Oh man. Ist aber knapp hier. Ich eine 4? Nee. Ach, der gibt mir für Punkte. Ah ja, genau. Nicht so einfach. So, hier, boom. So, was war das? So, ich glaube, ich bin wieder vorne, ne? So, jetzt mache ich den hier. Nein. So, jetzt packe ich dich hier hin, ne? Ne? Verdammt. Kriegt nichts in den zu packen, dann habe ich doch 4 Punkte. Ey. Aber er nimmt mir den Punkt, dann kann er gar keine mehr dahin packen. Ne? Ich denke zu sehr drüber nach, ne? Aber hier. Boom. Ich habe da unten +3. Ich muss auch noch mehr Punkte haben, ne? Das ist ja die Sache. Ah, die Punktzahl wird da erhöht, alles klar. Mal den hier. Ah, guck mal. Ah, kann mir ja nichts passieren. Dieser Idiot. Ich kann. Wenn ich mich mal hinsetzen würde und ein richtiges Deck machen würde, wäre das, glaube ich, besser, ne? So, jetzt haben wir eigentlich auf 2 Dingen an Gleichstand. War ganz unterste Saison gewinnen, also. Boom. Boom. Die fällt auch weg. Boom. 7 Punkte für Final Fantasy 7. So. Virgil. Er arbeitet am Turm. The Storm that is approaching. Ach ja, wenn ihr mir die Karte zurückbringt, wartet hier ein Cocktail der Extraklasse auf euch. Vor kurzem habe ich nämlich einen Cocktail, ich will die Karte haben. Virgil. Oh, ich musste sogar gegen ihn spielen, weil er ja ein Spieler ist, alles klar. Und sagen, hat er mir jetzt nur gemacht hier so im Sinne von, oh. So, ich weiß nicht, aufgepasst, wo der ist. Da, wo ist denn der Waffenshop? Hier, warte mal, ein Waffenshop. Noch ein höher. Was hat hier? Anschlagbrett. Dann war noch ein höher, ne? Ja, mal gucken, ob man irgendwie so Bewährungsschärfe ja abstellen kann, aber irgendwie habe ich da nichts grafikmäßig gefunden. Also bei hier so Motion Blur, ne? Wenn die Bewegung ist, dass das hier alles so verschwommen wird, aber scheint irgendwie nichts gefunden zu sein. Na, ist doch egal, ich tue meine Videos jetzt ein bisschen anders rendern. Die sehen jetzt viel flüssiger aus. Von daher ist das jetzt nicht so dramatisch. Ich finde, meine Videos sehen jetzt ein bisschen flüssiger und schärfer aus. Wow. So, wo bist du? Du. Oh, eine Runde? Wir sind wegen der Karte des Barkeepers hier. Ah, verstehe. Hat Val sich also Hilfe geholt, weil er selbst zu schlecht in dem Spiel ist? Von mir aus gerne. Wenn du gewinnst, kriegst du die Karte zurück. Lass das lieber bleiben, sonst kommt hier jemand um.
Und wer, wenn ich fragen darf? Ich vermutlich. Nein, erinnert mich das irgendwie. So, der kann dann. Ich habe zwei von diesem blöden, Esel, ja. Ich hätte gerne. Was hätte ich denn gerne? Den habe ich letztens bekommen, den habe ich noch gar nicht ausgewählt. Guck mal, der ist hat hier, ne? Aber der kostet aber drei Dinger. Ja, wird schon klappen. Jetzt sind die Gegner noch relativ easy, ne? Und der ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als der letzte, ne? So, den ja weg. Den der, so. Sag ich immer der gleiche Start hier, ne? Obwohl, ich glaube, ich soll erstmal ihn hier bewegen, ne? Oder ihn hier. Aber so. Dann platziere ich ihn ein und anscheinend kriege ich eine Kopie von denen, aber wenn ich die einmal platziere. So, und jetzt stürmen wir wieder nach vorne. Hey, der kriegt zwei Punkte vor das Ding, ey. Das ist ja voll unfair. Boom. Ich muss eigentlich nur so schnell wie möglich nach vorne gehen, ne? Die tun ja mal erstmal. Boom. Du Idiot. Das kann doch nicht unmöglich immer funktionieren, ey. Was wollte ich jetzt dagegen mache? Dann wollte den ja. Boom. Jetzt kannst du gar nichts mehr platzieren. Na. Das kann unmöglich immer wieder funktionieren, ey. Das kann nicht sein. Meine Güte. So, was? Alles gegeben. Also muss ich nur mehr Punkte haben als er. Ich will mir gar keine Gedanken machen, wie ich die alle platziere, ne? Also ist wahrscheinlich noch einige coole Strategien hier, die man machen kann, aber mein Gott, jetzt funktioniert das hier die ganze Zeit so. Ich kann gar keinen platzieren. Okay, cool. Das kann unmöglich die ganze Zeit funktionieren, ne? Okay, cool. Oh, da habe ich wohl verloren, was? War ein richtig gutes Match, fand ich. Die Niederlage tut zwar weh, aber ich will. Da ist so ein Ständer für mein Schwert gewesen. Jetzt muss ich aber schnell zurück an die Arbeit. Man sieht sich. Moment. Hast du nicht was vergessen? Ach ja, richtig. Die Karte, die ich Val abgeluchst habe, nicht? Welche war das nochmal? Ah, verdammt. Die Chocobo und Mokri-Karte. Oh. Das ist mir jetzt echt peinlich, aber die habe ich nicht mehr. Ja, da musst du mir deinen Kopf bezahlen. Nein, wirklich. Glaub mir das doch. Ich war etwas knapp bei Kasse und da habe ich sie einem Sammler verkauft. Der Typ heißt Thorin, hat einen Kartenladen vor der Stadt. Schaut da doch mal vorbei. Ich möchte auch noch mal abspielen. Da machen wir den auch noch fertig. Chocobo Mori Karte, also gibt es auch so spezielle Karten, so wie im Bravely Default 2. Ne. So, warte mal, wo ist der? Ist er überhaupt hier? Zur Blumenwiese. Ist er überhaupt? Nee. Muss ich nehmen meine Aufträge hier. Verlorene Karte. Begib dich zum
zu Florence Kartenladen. Wo ist denn der? Handgeschnitzte Puppen. Ah, da ist der Waffenladen. Lass mal gucken. Was willst du? Alter, habe ich dir angetan? Meine Güte. Würde ich die Sachen holen? Nee, ne? Warte mal, ich habe doch Seelenohrringe, oder? Ah, belebt automatisch wieder. Brauche ich alles nicht. Bis dann und alles Gute. Wo ist denn der Kartenladen hier? Da, 900. Was sind hier noch alles? 17, 18. Ich weiß nicht, wo das ist. Kartenladen. Oh, ist da dieses eine Gebäude, hat wir mal. Ja, guck mal hier, ne? Nö. Mal hier, ne? Ja, das ist dieses eine Häuschen, was wir mal gesehen haben, ne? Na gut, dann machen wir beim nächsten Mal. Ich sehe gerade, hier ist ein Funkturm irgendwie auf der Seite. Dann habe ich mal kurz hier raus. Hier ist ein Funkturm irgendwo. Funkturm bei Calm. Wie komme ich denn da hin? Komme ich aber nicht so hier so dahin, ne? Wie geht's überhaupt hier so raus? Oder nicht? Na gut, dann machen wir erstmal die Quest beim nächsten Mal, ne? Hier in Calm haben wir, ne, haben wir nicht alles erledigt. Hier ist noch eine Quest, glaube ich, ne? Aber hier, das ist ein Kaktor. Hallo? Sieht denn jemand? Hallo? Hier ist ein Kaktor. Na gut, aber würde ich sagen, ich beende den Part hier, ne? In der nächsten Folge machen wir noch ein paar Quests, ne? Und weil ich Turm und so ein bisschen aus hier in Calm. Und ja, dann heißt es weiter in die weite Welt, nehme ich an, ne? Mal schauen, gucken wir mal. Alles klar, wir machen schon irgendwas, ne? Wir haben genug zu tun, ja. Also ja, ich danke euch alles fürs Zuschauen, ne? Und ja, schaut wieder beim nächsten Part vorbei und ich sag dann ciao, bis zur nächsten Folge. Bye!